Ja, liebe Leute, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Ja, es gibt ein bisschen hin und her. Ja, mir ist eben mal Lör passiert und jetzt kann ich den ganzen Scheiß neu machen. Naja, auf jeden Fall spielen wir jetzt auf einer Dingsbums auf neuer Hardware und ich bin jetzt ein bisschen ausgelabert, weil ich jetzt die ganze Zeit eigentlich schon Dingsbums, ich habe knapp eine Stunde aufgenommen und dann ist halt irgendwie mir die Aufnahme abgeschmiert. Jetzt habe ich halt noch die alten PS4-Spielstände und die muss ich jetzt alle irgendwie... Ein Stück von der Leiter. Lukascha hatte recht. Der Weg ist in schlechtem Zustand. Ja, das stimmt. Sieht schon geil aus. Also ist jetzt die PS5-Version. Deswegen gab es gestern auch keinen Horizon Forbidden West Part. Find's nur ein bisschen dämlich, dass man die PS4-Version automatisch immer mit installiert. Obwohl man das eigentlich gar nicht braucht. Ich glaube, ich kann die Balken erreichen, wenn ich gegen die Klippe springe. Achso, falscher Knopf, ja. So, ich habe zwar keine Ahnung. Ein Färber hätte sicher Interesse daran. Wie man den ganzen Kram hier erkennen soll. Man kann okay. Ja irgendwie... Ich jetzt höher. Naja, ein bisschen was kenne ich ja schon. Von daher werden wir es jetzt ein bisschen schneller hinkriegen. Ja, wollen wir jetzt mal Savoir finden. Damit wir mal den Stress hier auseinandernehmen. Die Leiter muss hinter Savoir gebrochen sein. Ich muss anders da hochkommen. Das kriegen wir hin. Das Problem ist, ich weiß halt nie genau wie. Also ich sehe hier jetzt nicht, wo man hier hochklettern kann oder wie und wann die sich hier festhält. Sie macht's halt. Und ja, ich weiß nicht, ob es an der PS5-Version liegt. Eine zerstörte Brücke. Vielleicht kann ich zur anderen Seite springen. Ja, kannst du. Sehr viel Blut. Savohas? Da ist der Sturmvogel. Ich komme näher. Das stimmt, ja. Wollen wir uns mal ein bisschen beeilen? Ja, Savoir ist hier wirklich in der Nähe. Wir kriegen das auch hin. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Und habe schon so ein bisschen Bock auf das Spiel. Ich habe heute nur schon wieder ein bisschen Ghost of Tsushima gestreamt. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich... Das war jetzt nicht unbedingt das Beste. Was? Okay, gut. Weißt du nicht? Oh, die Ladescreens sind echt ein Traum. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da gestorben bin. Ich muss mich vor allem an die Steuerung halt gewöhnen, weil wenn du halt verschiedene Spiele an einem Abend spielst und jeder meinte irgendwie zwar die gleichen Abilities zu haben, aber zeitgleich auf die, auf eine andere... Wie heißt, auf eine andere Weise die Tasten zu belegen, ist ein bisschen schwierig. Ich kann mich vorbeischleichen. Sprich, bei Ghost of Tsushima ist zum Beispiel R3 halt ducken und hier ist es halt Viereck.
Ja, du hast was gesehen. Das machst du fein. Interessiert mich nur nicht. Warte mal. Säurejägerpfeil, Säurejägerpfeil. Alter! Ja, wo kommen die denn auf einmal alle her? Was zum Geier? So, die schaue ich jetzt auch noch um. Das waren alle. Das war ein bisschen dumm. Das hätte ich echt besser hinkriegen können. Diese Schmach bleibt jetzt drin. Ich werde nicht neu laden, es besser machen und so tun, als wenn ich voll der OP-Typ wäre. Ich werde jetzt einfach es so nehmen, wie es ist. Und zwar verkackt. Und dazu stehe ich. Okay. Boah, ich habe Hunger. Wisst ihr was? Wir werden es folgendermaßen machen. Ich werde jetzt den Dingsbums machen. Ich werde es diese Aufnahme machen, dann werde ich mal gucken, ob ich mir irgendwo was zu essen machen kann. Ich habe nämlich Hunger. Beziehungsweise irgendwo was zu essen holen. Vielleicht kriege ich ja noch was. Es ist aber auch schon Samstag, kurz nach. Naja, zwei. Ich weiß nicht, ob ich da noch was kriege. Es wird wahrscheinlich nichts. Erstmal schnell speichern. Nein, ich will nicht zu Kant. Ja. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Die wahre Sonne über mir. Du musst Savoha sein. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Ich muss ja sagen, ich hatte schon so ein bisschen. Ein bisschen befürchten, als ich mir am Montag die PlayStation 5 mit vorbestellt hatte. Keine Vision. Dass ich die diesen Monat nicht mehr kriege. Versorgung. Hat aber geklappt. Auf dem Weg hierauf habe ich gesehen, wie brüchig er ist. Hast du dich beim ja, verletzt? Jetzt weiß ich nur nicht, was ich damit machen soll. Ich halte dir mal zu. Weil, das ist nämlich, da war nämlich ein Download-Code dabei. Für Horizon. Forbidden West. Und deinen Leuten läuft die Zeit. Aber ich habe die Disc-Version. Den Sturmvogel anzustarren bringt überhaupt nichts. Du bei der das PS4-Version. Bei der Version ist das PS5-Upgrade mit drin als Service. Finde ich gut. Ich muss nur den düsteren Pfad sehen. Und meine Leute finden ihre Heimat. Es gibt halt nur ein Problem. Deine Leute machen sich Sorgen um dich. Sie brauchen ein. Und zwar, wenn ich die Disc. Ich muss die Disc einlegen, um das zu spielen. Dann installiert sich aber automatisch das, aber aus Speichergründen. Es frisst knapp 100 und das 80 oder auch knapp 90. Ich meine, warum? Und so irgendwie kriegen die das nicht hin. Ich kann auch nicht einstellen, dass die Spiele sich nicht automatisch installieren. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Ich habe auch nur 600 Megabyte Speicher. Aber vielleicht muss ich auch. Vielleicht muss ich auch einfach nur. Ein Sturmvogelherz ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles ist? Ich will nach oben.
Ich meine, auf der einen Seite hat es natürlich den Style, aber... Das wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Ja, nee. Bin mir da selbst nicht so ganz sicher. So, wollen wir mal zu dem Vogel da oben. Wollen wir mal gucken, ob wir da hochkommen. Der Osaram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Ja, das ist ein Arsch. Können wir nicht einfach in die Fresse hauen? Da. So, nehmen wir mal mit. Mit dem Herz sollte der Orden eine Unterkunft. Sieht wie eine Linse aus. Die behalte ich erstmal. So, jetzt erstmal zurück. Ich kann ja doch keine Schnellreisepakete herstellen, weil ich aktuell keine da habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja. Saboha? Wie geht es dir? Ich muss wieder dorthin zurück. Saboha, komm mit. Saboha? Ich will nichts sagen, aber der ist im Eimer. Wird heute, glaube ich, ein kurzer Part, weil ich nicht so lange machen will. Du hast dein Bestes getan. Aber ich will das Spiel auch nicht pausieren. Dementsprechend werde ich morgen wahrscheinlich weitermachen. Ich bringe deine Leute. Oder nach dem Essen, eins von beiden. Ich habe mir jetzt letztens auch den Switch Pro Controller geholt. Der wird auch mit USB-C geladen. Was wird passieren, wenn ich die beiden miteinander kombiniere? Einmal den Switch Pro Controller mit der PlayStation 5 oder andersrum, ob es da Probleme gibt. Wäre mal interessant zu wissen, ob die miteinander funktionieren. Ups. Ja, darunter will ich nicht. Hier runter will ich. Das wäre natürlich das unweigerliche Verbrechen. Komm schon. Mach doch keinen Ärger. Geht aus dem Weg. Nice, Tolland. Mit seinen Schlägern. Dieser Lappen. Wart's mal ab. Komm gleich vorbei. Hallo, Tolland. Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. Halt dein Maul. Wir lassen dich hier nicht durch, Osaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Karja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Ich verliere langsam die Geduld. Und ich mit dir auch. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, Wilde oder zerlumpter Schattenkarja. Ich hol sie mir. Ha, wer es findet, darf es behalten. Du musst zuerst an mir vorbei. Ach, mach mein Herzchen, komm. Du hast den Sturmvogel erlegt. Aber das bringt dir seitdem nur Ärger. Flüchtlinge, Streit, mich. Auch wenn es dir schwerfällt, du solltest damit abschließen, meinst du nicht? Lass es, Boss. Ist es nicht wert. Okay, du gewinnst. Hey, mir geht's super. Ich brauch die Beute ohnehin nicht. Na siehste. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Schön. Ich brauch einen Drink. Ist ein Arsch, aber er ist nicht dumm. Ich meine, ich hätte ihn auch verprügelt. Alle. Aloy, und wieder danken wir dir. Kein Problem, Mädchen. Schön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Ich... Das ist... So etwas entscheidet Savoha. Nein, es tut mir leid, Lukascha. Savoha kommt nicht wieder. Ja. Es tut. Dem geht's nicht gut. Das war dumm. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Nicht dumm, Entschuldigung, es war ärgerlich. Geh nach Kettenkratz. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Die Petra, sie kümmert sich um dich ja. Und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Die macht das, die ist super. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Das Geschenk der Gnade anzunehmen. Hier, bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Och, süß. Dann auf nach Kettenkratz. Das kriegt er hin. Super, wunderbar. Ja.
Fertigkeitspunkte. Oh ja, die gebe ich aus. Ich finde es blöd, dass man Waffenausdauerpunkte braucht, um einen fucking Pfeil ins Dingsbums zu legen. Powerschüsse. Oh, ich dachte, es ruckelt. Okay, davon brauche ich, muss nur eins. Okay. Warte mal, kann ich vielleicht noch eine Überlebende hier reinsetzen? Ich meine, komm schon. Wenn du Gesundheit automatisch wieder her, wenn du im kritischen Zustand bist, unter 25%. Ah, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Abgehärtet. Trink einen speziellen Trank. Okay. Warte mal. Vielleicht kann ich ja. Stiller Schlag verursacht mehr Schaden. Oh. Das nehme ich mal mit. So, okay. Reise nach Fahrlicht. Ich würde sagen, das machen wir auch mal. Und ich habe keine Schnellreise. Da will ich hin. Ich habe keine Schnellreisepakete. Ja, das kann ich jetzt nur noch machen, indem ich Dingsbums. Ein Vorrat für die Jagd. Das ist schön. Ja, kann ich dann nur noch an Werkbanken machen. Ich finde es so blöd, dass sie das rausgenommen haben. Das ärgert mich sehr. Und zweitens finde ich es halt auch ein bisschen blöd, dass man auf der einen Seite halt Ausdauer braucht, um zum Beispiel Pfeile hier reinzusetzen. Das kann ich mit dem nicht. Warum? Ich finde es irgendwie nicht so schlau. Irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, wozu muss ich das erst lernen, dritten? Warum muss ich mit dem zweiten Bogen erst lernen, einen dritten Pfeil da reinzuballern? Hier gibt es noch was. Das ist aber eine Unterwasserhöhle. Die brauche ich gar nicht erst anfangen. Habe ich eben im letzten Part, beziehungsweise eben in der Aufnahme schon reingesetzt, die ich ja leider versaut habe. Ich entschuldige mich für die letzten zwei Aufnahmen bei Horizon Zero Dawn. Horizon Forbidden West. Ich habe nämlich vergessen, einen Dingsbums, einen Knopf auf meinem Mischpult zu drücken. Dadurch gab es einen leichten Widerhall. Und dementsprechend, ja, ist es gerade ein bisschen, hat sich das ein bisschen unschön angehört. Okay. Und ja, so ist das. Kann man jetzt nichts machen. Ist jetzt blöd gelaufen. Ich wollte es jetzt nicht noch mal nachstellen, weil die Dinger ja doch recht hoch sind vom von der Anzahl her. Beziehungsweise von der. Es geht aus der alten Welt. Sieht wie eine Art Gebäude ja. Vor steilen Klippen aus. Das habe ich eben die ganze Zeit gesucht und habe es hinbekommen. Hat ein bisschen gedauert. Aber wenn ich es am Aufnahmeort ausrichte, kann mein Fokus vielleicht die Lücken füllen. Die Ruinen einer Brücke. Vielleicht ist es die. Hat geklappt! Ha. Das fertige Bild hat eine Datei freigeschaltet. Die Aussichtspunkte wurden wohl von Miriam Technologies errichtet. Das war Elisabeths Unternehmen. Ob ich ja. Wohl in der Wildnis noch mehr von ihnen finden kann? Bestimmt. Das sind die Aussichtspunkte. Gab es auch im Vorgänger. Hallo, ich würde gerne. Versuch ihn wegzuschieben. Kriegen wir hin. Der Dude vom Controller, der ist schon. Weiß nicht. Sieht interessant aus. Wir sind dir sehr dankbar, Retterin. Nur Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten.
Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Und wir räumen alle Dornrücken-Kadaver weg, die wir finden. Wir wollen verhindern, dass sie ihre Freunde anlocken. Das wäre wirklich auch ganz einfach gewesen, wenn nicht jemand so dumm ausgerutscht wäre. Als ich diesen Tölpel befreien wollte, tauchten Wühler auf. Schön. Ich habe mich falsch gebückt, das ist alles. Hier. Ich finde den leichten Humor ein bisschen lustig. Der hat was, der lockert dir. Danke. Und ruh dich nicht wieder unter irgendwelchen Dornrücken aus. Mach's gut, Aloy. Finde ich super. Doch. Nee, mir gefällt diese Art von Humor. Ist lustig. Eine ja, auch. Aus der alten Welt. Auch Bombe, etc., etc. Etwas Interessantes. Nehme ich mal mit. Sollte ausreichen. Jetzt ja, finden, ne? Alles vorbereitet. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht und dann okay. Ist. Ja. Was haben wir hier drin? So, lass mal ganz kurz gucken. Ja, da brauchen wir eine Datei. Ich glaube, normalerweise. Was zum. Normalerweise sollte ich ja gar nicht entlang kommen. Ah, mach ich das lieber mit der Kiste. So viele Fails hier gemacht. Hab ich hier rumgesucht wie so ein blöder Watz. Und hab voll verkackt. Was sagen diese Daten? Notizbuch ansehen, hier. Danke für Ihre Buchung bei Zion und Loge. Bei Ihrer Reservierung haben Sie sich für einen Parklizenz Rot entschieden, um die Sicherheit zu gewährleisten für unsere Unterkünfte. Bekannt sind, ist das Zufahrtstor der Gästefahrzeuge durch einen persönlichen Code geschützt. Der Einfachheit halber gilt dieser Code nur für Ihren Parkplatz. Gilt dieser Code nicht nur für Ihren Parkplatz, sondern gewährt auch den Zutritt zu Ihrem Zimmer. Lautet @Raute und Ausrufezeichen. @Raute und Ausrufezeichen. In den Daten ist ein Code für eine Tür. Kann ich sicher noch brauchen. So, hier habe ich mich weg. Durchgesucht wie ein Bekloppter. So, ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Garantiert nicht so. Aber so ging's, glaube ich. Komm schon. Sag mal, bin ich blöd? Schreibt in den Kommentaren keine Antwort. Danke. Ich kann diese Frage gar nicht mir selbst beantworten. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber hat doch eben gut geklappt. Nein! Sag mal. Das hat super funktioniert. Da frage ich jetzt mal. Es hat funktioniert. Also im Endeffekt ist es scheißegal. Es sah zwar blöd aus. Eine Kiste. Die sollte hilfreich sein. Ich weiß auch nicht, ob ich die so benutzen wollte, aber hey. Hauptsache, ich bin dran gekommen, okay. So. Mal sehen, was da drin ist. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen weitermachen. Ich brauche auf jeden Fall so ein Schlüsselmodul. Sonst bringt das alles nichts. Sonst kann ich das nämlich nicht öffnen. So, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Hier unten geht die Ruine weiter. Ja. Hier gibt's wohin jetzt? So. Ab hier habe ich gemerkt, dass die Aufnahme verkackt war. Dementsprechend weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter.
ist mehr Licht hier unten. Das bringt mich jetzt auch nicht unbedingt weiter. Woher hat Aloy die Taschenlampe? Achso, das ist der Fokus. Ich hätte auch gern so einen Fokus. Vor allem scheint der ja unendlich... Autsch. Okay, ich komme nicht mehr an den Vorsprung. Ich muss wohl anders da hoch. Ja, das kriegen wir doch hin. Guck doch mal. Schwupps. Das hat jetzt was gebracht. Hier ist aber irgendwo noch eine Kiste. Nicht mit der Kiste irgendwas machen? Warte mal, im Keller gibt es doch bestimmt irgendwas. Ich meine, ich habe den Zugangscode, aber ich brauche noch ein Schlüsselmodul. Hier wirklich schon alles durchsucht? Ich habe halt Angst, mich irgendwie festzufranzen. Ist halt lustig, dass ich da irgendwas runterhauen kann. Ist aber im Endeffekt eigentlich nichts bringt. Weil, ich meine, was bringt mir das Licht hier? Alte Vorratskiste. Ja, aber die alte Vorratskiste habe ich doch schon. Oder nicht? Oder was für eine alte Vorratskiste meinst du? Ja, die habe ich doch schon. Mal gucken, wie ich da wieder reinkomme. Kann ich von da oben... Aber irgendwie... Ich habe noch kein Schlüsselmodul. Vielleicht sollte ich mich noch mal umsehen. Ich habe noch kein Schlüsselmodul, sagt die Alte. Das ist zwar schön und gut, aber die Frage ist, findest du hier überhaupt eins? Die hat gesagt, ich sollte mich auf jeden Fall noch mal umsehen. Ja, Wildfleisch. So schaut's aus. Aber irgendwie muss es doch hier ein Schlüsselmodul zu finden sein. Warte mal. Die meinten doch irgendwas mit Parkplatz. Vielleicht gibt's hier ja irgendwas. Warte mal, in der Datei stand doch irgendwas von Parkplatz. So, danke für den Besuch. Sich für die Parklizenz rot entschieden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ihre Reservierung haben sich für die Parklizenz rot entschieden. Die Sicherheit zu gewährleisten, für die unsere Unterkünfte bekannt sind, ist das Zufahrtstor für Gästefahrzeuge durch einen persönlichen Code geschützt. Der Einfachheit halber gilt dieser Code nicht nur für Ihren Parkplatz, sondern gewährt auch den Zutritt zu Ihrem Zimmer. Bitte denken Sie daran, dass Ihr Code vertraulich zu behandeln ist und geben Sie an... Ja, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Okay. Gästefahrzeuge. Ich habe da jetzt einen Code, womit ich irgendwo hin kann. Das nehme ich mit. Vielleicht finde ich dort einfach auch so ein Schlüsselding.
Die Frage ist nur, wo waren damals die damaligen Parkplätze? Das sieht jetzt nicht unbedingt aus, als wenn hier irgendwas wäre. Aber das hier sieht jetzt auch nicht zwingend nach Parkplatz aus. Dementsprechend. Ich gucke aber mal, ob es vielleicht... Parkplätze sind ja eh meistens vor Häusern. Das könnte hier der Hintergarten sein, sodass wir vielleicht an die Zugbrücke müssen. Ob da vielleicht noch ein Zugang... aber Parkplatz-Zugangscode? Eine Ruine aus der alten Welt? Ja, ich weiß. Da drin findet sich bestimmt was Interessantes. Das weiß ich, Aloy. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich an das Schlüsselmodul, um das Ding aufzumachen? Um in das Zimmer zu kommen. Weil hier muss ja irgendwo auch was sein. Was? Okay, was haben wir hier drin? Aber wo ist das Schlüsselmodul? Ich habe noch kein Schlüsselmodul. Vielleicht sollte ich mich noch mal umsehen. Da drüben. Ein paar Daten sind intakt. Okay, ich muss einen Schlüssel für die Tür finden. Ja. Die sind da oben. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Ich meine, ich könnte versuchen hier unten, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Oder... Warte mal, Moment. Jetzt der Groschen gefallen, okay? Jetzt ist der Groschen gefallen. Eine Kiste, die sollte hilfreich sein. Ja. Ich muss die Kiste über den Keller darüber setzen. Genau. Jetzt kann ich die Kiste nämlich auch nehmen. Und kann dann hoch. Aha! Jetzt. Oh. Hätte doch mal was sagen können. Nee, alles gut. Solche Fails passieren bei mir nun mal. Passiert. Okay. Wo geht's hier wohl hin? Nein, nach oben. Und dann nach da? Habe ich hier noch irgendwas? Nein, Schlüsselmodul ist hier. Ein Schlüsselmodul. Super. Das ist doch schon mal was, womit man arbeiten kann. So, und jetzt zurück. Das hat bestimmt wehgetan. Okay. Mal sehen, ob der Schlüssel passt. Das macht's automatisch oder musst du es selbst machen? So. Man braucht wohl auch einen Code. Vielleicht helfen mir die Daten, die ich gesammelt habe. Och nee, ernsthaft? Ich kann es mir vorstellen, wie sie es gemacht haben, aber wie soll ich denn das nochmal machen? Sowas gibt's doch gar nicht mehr. Zugangscode lautet @Raute und Ausrufezeichen. Nee, Raute ist ja auch keine Zahl auf dem Handy. Ich hätte sonst eher gedacht, dass es...
Das ist, hä? Ihr persönlicher Zugangscode lautet ja. Was? Bitte entschuldigen Sie die Umstände. Wir haben seit einiger Zeit Probleme mit unserer Parksystemsoftware. Bitte verwenden Sie einfach den Code 1705. Ich fühle mich gerade ein bisschen... Ja, ich weiß, nein, ich würde gerne. Lol. 1, 7, 0. Okay. Der linke Analogstick fungierte wie eine Uhr. Verstehe. Ganz viel, okay. Was haben wir hier? Ornament aufheben. Was ist dieses Ding? Ich behalte das mal. Könnte ich später noch gebrauchen. Ja, oh, das gab ordentlich Stuff. Ich will mich da nicht... So, was haben wir denn hier? Was ist das? Stellt Waffen auf Ausdauer schneller wieder her. Okay, das nehme ich mal mit. Und was haben wir hier? Munitionsexpertin, passive Stärkung. Ist auch nicht schlecht. Ja, das brauche ich jetzt nicht zwingend. Konzentrationsregeneration. Ja, das ist eigentlich alles nicht schlecht. Das hier und das hier. Ich hätte eigentlich das hier leer. Ja, ist egal, das kriegen wir schon hin. Komm. So, wunderbar. Das war's auch schon. Und jetzt muss ich eigentlich nach Fahrlich zurück. Die Frage ist, mache ich das vielleicht? Ich habe ja eh nichts. Ja, ja, wie lange sind wir denn in der Aufnahme? 40 Minuten circa, das ist okay. Ja, komm. Laufen wir jetzt noch durch. War okay, war cool. Weißt du was, den Part mache ich einfach kürzer und dann laufe ich einfach so zurück nach Fahrlicht, sodass ihr von der Story nichts mitbekommt. Ansonsten, ich kann auch durchlaufen. Mir ist das eigentlich relativ wumpe. Aber ich werde wahrscheinlich direkt zurücklaufen, ohne jetzt großartig mir irgendwas... mich in irgendeinen Kampf ver... Ach, weißt du, was drauf geschissen? Komm. Ich hätte jetzt gedacht, ich renne jetzt offscreen zurück nach Fahrlicht, aber... Ist schon geil. Oh ja, stimmt, da war ja was. Da war ja was. Macht's gut, ihr Widder. Heute keine Lust auf euch. Warum greifst du mich an? Ich hab dir nichts getan. Ich lauf hier nur rum. Arschloch. Ich meine, wir können's ändern. Kein Problem. Wenn du Stress willst. Ja, lauf nicht weg, du Lappen. Ich weiß nicht, dieser Duschlock, der fühlt sich so komisch an. Ich glaube, ich mache den... Ich habe den zu stark eingestellt. Naja, ich habe jetzt keine Lust, mich mit allen anzulegen. Das wird mir zu viel. Naja, guck doch mal, wir sind doch schon gleich im Fahrlicht. Warte mal. So, wo haben wir es denn hier? Bildschirm, Video, Zubehör. Controller. Ja, stark. Das ist der moderat. Ich würde gern... Helligkeit der Controllerleuchte. Nee, das soll... Hallo, ich hab... Ich weiß nicht, was... stark und moderat ist.
Aber ja, okay. Ist schon ein geiles Game. Kann man nicht anders da sagen. Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich Vorräte auffüllen. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Nein! Hm. Alle Kategorien auffüllen. Inventar ist voll. Das Ernst. Er hat wohl einiges Infos. Ja, ich würde aber sagen, reicht für heute. Kann ich speichern? Nee, ne? Da muss ich erst an einen... Sag mal, bin ich blöd? Nein, nicht Fotomodus. Ja, Fotomodus schließen. Nee, irgendwie. Ich habe nämlich das Gefühl, so ein bisschen ruckelt. Nebenquests werde ich auf jeden Fall machen und so ein Kram, weil es ist ein neues Spiel. Dementsprechend werde ich es halt genießen. Ich werde es nicht... Bei Zero Dawn hattet ihr ja den Vorteil, dass ich, das war, glaube ich, langsamer, als wäre ich normal hochgelaufen. Also Leistung bevorzugen ist eine Sache, aber ich habe trotzdem FPS-Drops. Ich meine, komm schon. Sollte hier so sein? Ich will doch einfach nur zu so einem Kackfeuer. Es ist gefährlich da draußen. Sei vorsichtig, okay? Ja, ja, ist ja gut. Autsch. Wie läuft's, Hammerkorb? Es hat fast wehgetan. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich... Sag mal, bin ich blöd? Ich will doch nur speichern. Ich muss mir erstmal wieder zurechtfinden hier. Nee, ich glaube, heute mit allem drum und dran ist echt genug. Sag mal, haben die hier irgendwas umgebaut oder was ist hier los? Ich habe das Gefühl, hier sieht einiges anders aus. Na gut, vielleicht bin ich auch von der anderen Seite rein. Was? Ich will jetzt noch speichern. Da müsst ihr noch mit. Da muss ich genauso durch wie ihr. Da gibt's nichts. Jetzt den Schornstein scheißen. Entschuldigung. Autsch. Doch, ich nenne dich blöd. Ich wäre ja fast auf den Kopf rumgetanzt. So, jetzt erstmal hier zu dem Lagerfeuer. Speichern, neuer Spielstand. Yay! So, macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.